So, yeah, tonight is our last talk, and I have a twinge of sadness as I say that. Heute Abend ist unser letzter Vortrag, und da kommt in mir so eine kleine Welle von Traurigkeit auf, wenn ich das jetzt sage. I really, you know, that third refuge of the community, the Sangha, those that are practicing together to support awakening, it brings this. We've been like that, and it's just the community just brings out the best in us. Diese dritte Zufluchtnahme in die Sangha, in die Gemeinschaft, die das Erwachen unterstützt. Wir waren das füreinander, und die Gemeinschaft bringt einfach das Beste aus uns hervor, heraus. Yeah, I feel lucky that I was able to be with everyone in small groups and see everyone individually, and I also know Petra saw quite a few of you as well, so it's really beautiful. Ich schätze mich ganz glücklich, dass ich euch alle in den Gruppengesprächen sehen konnte und auch in den Einzelgesprächen jeden und jede von euch getroffen habe. Und auch Petra hat mit einer ganzen Menge von euch gesprochen, und das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. So I'll start with a Mary Oliver poem called The Journey. I think I may have referenced this as well at the beginning of the retreat. I can't quite remember, that was about a year ago. It was a joke. Joke. Yes, I never get jokes. Why the chicken cross the street? Es kann sein, dass ich dieses Gedicht schon mal erwähnt habe am Anfang des Retreats, aber kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ist schon ein Jahr her. Es war ein Witz. So it says, one day you finally knew what you had to do and began, and though the voices around you, they kept shouting their bad advice, and the whole house began to tremble, and you felt that old tug at your ankles. Mend my life, each voice cried. But you didn't stop, and you knew what you had to do. And though the wind pried with its stiff fingers at the very foundations, and though the melancholy was terrible, it was already late enough, and it was a wild night. And the road was full of fallen branches and stones, and little by little, as you left their voices behind, the stars began to burn through the sheets of the clouds. I love that line. The stars began to burn through the sheets of the clouds, and there was a new voice that you slowly recognized as your own, and it kept you company as you strode deeper and deeper into the world, determined to do the only thing you could do, and determined to save the only life you could save. Eines Tages wusstest du schließlich, was du zu tun hattest, und hast damit begonnen, trotzdem die Stimmen um dich herum dir weiter ihren schlechten Rat zuriefen, trotzdem das ganze Haus zu zittern begann und du wieder das alte Zerren an den Fußgelenken spüren konntest. Mach mein Leben besser, hilf mir, riefen sie alle. Aber du bist nicht stehen geblieben. Du wusstest, was du zu tun hattest. Obwohl der Wind mit seinen steifen Fingern an den tiefsten Fundamenten rüttelte. Obwohl ihr Schwermut furchtbar war. Es war schon spät genug und die Nacht stürmisch. Der Weg war voll von herabgefallenen Zweigen und Steinen. Aber Schritt für Schritt, während du ihre Stimmen hinter dir ließest, begannen die Sterne durch die Wolkendecke zu glühen. Und diese Zeile liebe ich so sehr, dass es begannen die Sterne durch die Wolkendecke zu glühen, und da war eine neue Stimme, die du langsam als deine eigene erkanntest, die bei dir blieb, während du tiefer und tiefer in die Welt schrittst, entschlossen, das Einzige zu tun, was du tun konntest, entschlossen, das einzige Leben zu retten, das du retten konntest. Yeah, to save the only life you could ever save. Das einzige Leben zu retten, das du retten konntest. And to me, this practice really boils down to two things. It's kind of like two wings of a bird. Diese Praxis für mich lässt sich wie auf zwei Dinge herunterbrechen. Es ist fast wie zwei Schwingen eines Vogels. And that's awareness and love. Und diese zwei Flügel oder diese zwei Schwingen sind Gewahrsein und Liebe. And I have a
a deep aspiration. Und ich habe in mir ein ganz, ganz etwas, was ich zutiefst anstrebe. And that is to make peace within myself before I die. Und das ist, dass ich mit mir selbst Frieden schließen möchte, bevor ich sterbe. And so this reveals to me that there's work to be done. Und das offenbart mir die Arbeit, die es zu tun gilt. Because I've kept a very big book of everybody who has pissed me off since I was born. Denn ich habe ein ganz dickes Buch, was vollgeschrieben ist, wo ich alle aufgeschrieben habe, die mich irgendwie angekotzt haben, seit ich geboren wurde. It's in little font and it's a very, very big book. Und es ist in einer ganz, ganz engen Schrift geschrieben, ganz klein geschrieben, und es ist ein ganz, ganz großes Buch. So it shows me the work to do. Und das weist mich darauf hin, dass ich Arbeit vor mir habe. And I know it's kind of a joking about that, but you know, really, I know the pain of living with a hardened heart. It's hard to bear. Ich mache zwar Scherze, aber ich kenne diesen Schmerz sehr wohl, mit einem verhärteten Herz zu leben, und das lässt sich wirklich nur schwer aushalten. My mother-in-law was a very simple and beautiful woman. Meine Schwiegermutter war eine ganz einfache und liebevolle Frau. Her name was Charm. Charm. Mm-hmm. Sie hieß Charm. And, you know, in her life she had, of course, many joys and many sorrows, like most of us. Und in ihrem Leben gab es sehr viele Freuden und auch sehr viel Kummer, so wie es den meisten von uns geht. She became a very important teacher for me. Aber sie wurde mir zu einer ganz wichtigen Lehrerin. Because she had had some major betrayals of her husband that left her, abandoned her. Denn sie wurde von ihrem Ehemann sehr schlimm betrogen und schlussendlich hat sie verlassen. And she had, you know, I think, you know, she had 6 kids, and you know, she had every right to feel hurt and have resentment. Sie hatte 6 Kinder und hatte alles Recht der Welt dazu, sich verletzt zu fühlen und verärgert zu sein, Ablehnung zu empfinden. And by the time that I met her, I mean, I trusted she did feel hurt. Als ich sie getroffen habe, als ich sie kennengelernt habe, natürlich, ich bin mir ganz sicher, dass sie sich wohl verletzt gefühlt haben muss. And she would often, I know in the early years, my wife would say that she would blame herself for this. Meine Frau hat mir dann erzählt, dass sie früher oder anfangs sich selbst Vorwürfe deswegen gemacht hat. Very painful. She used to say, I wish I was different. Ganz, ganz schmerzhaft. Sie hat damals immer gesagt, ich wünschte, ich wäre anders gewesen. Then blaming oneself, wishing could be different. Also sie hat sich selbst Vorwürfe gemacht und angeschuldigt und sich gewünscht, dass sie anders gewesen wäre. But as time went by, she gained her sense of inner confidence in herself. Aber die Zeit verstrich und sie bekam mehr und mehr Selbstvertrauen. And really healed. Und hat wirklich Heilung erlebt. By the time that, you know, I knew her, which was already, they had parted ways a number of years ago. Als ich sie dann kennengelernt hatte, da war sie schon seit einigen Jahren getrennt. It seemed like any part of resentment was no longer in existence, and instead, Charm would talk about him, Ernie, like hoping that he's doing well. In dem Moment war überhaupt gar keine Abneigung und Ablehnung mehr in ihr zu spüren, sondern sie sprach über ihn, Ernie, und sie hat gehofft, dass es ihm gut geht.
And that was just so amazing to me that she'd moved to a place of healing and even hoping for his well-being. Und es war so erstaunlich von mir, dass sie da an einen inneren Ort der Heilung gekommen ist und ihm Gutes wünschen konnte. And I felt, wow, I want to be like this. Und damals habe ich gedacht, wow, so möchte ich auch sein. Yeah. She had a beautiful way when she would send Christmas cards to all of us. She had like about 17 grandchildren. She had the harvest. Sie hatte eine ganz wunderbare Art. Sie hat an Weihnachten uns allen immer Grußkarten geschrieben. Sie hatte 17 Enkel und Enkelinnen. But she'd always sign her cards, no matter who it was. She'd always say, "Your special love, Mom." Und egal, an wen sie diese Grußkarte versendet hat, sie hat immer geschrieben, du bist besonders in Liebe, Mom. You're a special love, Mom. Du bist besonders in Liebe, Mom. It's such a beautiful way of ending a card. Und das ist so eine wunderschöne Grußformel am Ende so einer Karte. You're a special love, Mom. Du bist besonders in Liebe, Mom. I'm not sure quite how she found her way into this reconciling heart, but it really, I'm forever grateful for her example in her life of making peace. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das geschafft hat, in ihrem Herzen so viel Aussöhnung zu erleben. Aber ich bin ihr bis in alle Ewigkeit dankbar für ihr Beispiel und für den Frieden, den sie gelebt hat durch ihr Leben. And to me, there's three very important facets that are interconnected that fosters peace inside us. Für mich gibt es drei ganz wichtige Facetten, die miteinander eng verwoben sind, die Frieden in uns unterstützen. And so it's like making peace to the times I've been hard on myself. Es geht darum, Frieden zu schließen mit den Momenten, in denen ich selbst sehr streng mit mir umgesprungen bin. Making peace to those I've hurt. Dann Frieden zu schließen mit denen, die ich verletzt habe. And lastly, making peace to those that hurt me. Und zu guter Letzt, Frieden schließen mit jenen, die mich verletzt haben. Each of these are interconnected. Und sie sind alle miteinander verwoben, stehen alle in Verbindung. It's like a facet of a diamond. So wie die Facetten eines Diamanten. We understand that the holding on of resentment, whether it's to ourselves or to another, is like poison to our heart. Wir verstehen, dass ein Festhalten an dieser Abneigung und Ablehnung von anderen wie ein Gift ist für unser Herz. And so this reconciliation to oneself, making peace with oneself, making amends. Also aussöhnen, einerseits aussöhnen mit uns selbst und da etwas wieder gut machen. Sadly, so many of us are hard on ourselves. Leider springen sehr viele von uns sehr, sehr hart mit uns selbst um. Have a lack of compassion for ourselves. It's almost a worldwide epidemic. Wir haben einen Mangel an Mitgefühl für uns selbst. Das ist schon fast wie eine weltweite Epidemie. And so last night, I spoke about identity. Gestern Abend habe ich über Identität gesprochen. And many of us, of course, have had an upbringing that's created these conditions of why we may not feel good about ourselves and be hard on ourselves. We spoke about this. Viele von uns sind in Bedingungen aufgewachsen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt so streng mit uns ins Gericht ziehen und warum wir uns vielleicht mit uns selbst nicht wohlfühlen. Darüber haben wir gesprochen. So making peace with ourselves is our ability to become more mindful of these narratives that we have identified with, that are filled with self-loathing, and know that they're limited definitions. That's not the whole picture. Und mit uns selbst Frieden schließen heißt, dass wir
uns dessen bewusst werden, welche Identität wir angenommen haben, welche Geschichten wir uns über uns selbst erzählen, den Selbsthass, den wir vielleicht in uns tragen, und zu erkennen, dass es ganz begrenzende Definitionen unserer selbst sind, dass es nicht alles ist, was uns ausmacht. With insight, we begin to understand why we may feel so hard on ourselves, so much filled with loathing. Und durch Einsicht können wir vielleicht verstehen, warum wir uns so fühlen, warum wir so streng und so hart mit uns sind und warum es da vielleicht so viel innere Ablehnung und Selbsthass gibt. With this understanding, perhaps we can begin to make amends. Like, looking back, I didn't know any better because I was so lost and confused, but now I'm getting more clear. Und mit Achtsamkeit und Gewahrsein können wir das ganz klar sehen. Wir können zurückschauen und sehen, ja, ich wusste das einfach nicht besser damals. Und wir können dann Dinge wieder gut machen. Wir können klarer sehen. There's a beautiful poem about St. Francis and the sow. Es gibt ein ganz wunderschönes Gedicht über den heiligen Franziskus und die Sau. It's by Galway Kinnell. Von Galway Kinnell. It says, the bud stands for all things, even for the things that don't flower. For everything flowers from within of our own self-blessing, though sometimes it is necessary to reteach a thing its loveliness. I love that line. Sometimes it's necessary to reteach a thing its loveliness, to put a hand on the brow of the flower and retell it in words and touch that it is lovely, until it flowers from within of self-blessing, just as St. Francis put his hand on the creased forehead of the sow and told her in words and in touch blessings upon the earth, upon the sow. And that sow began remembering all down her thick length from her earthen snout and all the way through the fodder and slops to the spiritual curl of the tail. From the hard spine spiked out, going down to the great broken heart, to the sheer blue milken dreaminess spurting and shuddering, from the 14 teats into the 14 mouths, sucking and blowing beneath them the long, perfect loveliness of a sow. Sometimes it is necessary to reteach a thing its loveliness. Die Knospe steht für alle Dinge, selbst jene, die nicht blühen. Denn alles erblüht von innen heraus, sich selbst segnend. Manchmal jedoch ist es nötig, dass wir einer Sache erneut beibringen, wie wunderschön sie ist. Das gefällt mir so gut, der Satz. Manchmal ist es nötig, dass wir einer Sache erneut beibringen, wie wunderschön sie ist, dass wir der Blume eine Hand auflegen und ihr wieder und wieder in Worten und durch Berührung sagen, wie schön sie ist, bis sie von innen heraus erblüht, sich selbst segnend. So wie der heilige Franziskus seine Hand auf die faltige Stirn der Sau legte und ihr durch seine Worte und Berührung den Segen der Erde zukommen ließ. Und die Sau sich zu erinnern begann, ihre ganze dicke Länge entlang, von der erdigen Schnauze den ganzen Weg durch das Futter und den Brei bis hin zu dem spirituellen Kringel des Schwanzes, über die stachligen Borsten, die der Wirbelsäule folgen, hinunter durch das große, gebrochene Herz, bis hin zur milchig-blauen Verträumtheit, die sich spritzend und schaudernd aus den 14 Zitzen in die 14 saugenden und prustenden Mäuler unter ihnen ergießt. Dies ist der lange, vollkommene Liebreiz der Sau. Manchmal ist es nötig, dass wir eine Sache erneut beibringen, wie wunderschön sie ist. Sometimes it's necessary to reach it, teach a thing about its loveliness. Manchmal jedoch ist es nötig, dass wir eine Sache erneut beibringen, wie wunderschön sie ist. So perhaps that's what we're beginning to do, is to reteach ourselves of our own loveliness. Und vielleicht ist es genau das, was wir auch beginnen zu tun, dass wir uns selbst erneut beibringen, wie wunderschön wir sind. Although it is very helpful to place the hand on the heart with great self-compassion. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir
unsere Hand auf unser Herz legen und uns mit ganz, ganz tiefem Selbstmitgefühl verbinden. It's also the penetrating insight and understanding of why we need to do that, because of this identification of these stories that we have believed to be true, and we begin to see they're not so true. Und dann ist es zusätzlich auch diese tief durchdringende Einsicht, dass wir diese Geschichten erkennen, die wir uns über uns selbst erzählen, diese Identifikationen, die wir uns angenommen haben, und dass wir beginnen zu erkennen, dass sie nicht der vollen Wahrheit entsprechen, dass sie gar nicht so stimmen. So this reconciliation with ourselves begins with deep insight into the story, into the narrative that is filled with self-loathing, and being able to see through this, that this is just not ultimately true. Also beginnt es dann dieses Aussöhnen mit uns selbst, beginnt mit der tiefen Einsicht in diese Geschichten, die wir tragen, diese Erzählungen über uns selbst, die angefüllt sind mit Selbstablehnung, Selbsthass, und dass wir beginnen, sie zu durchschauen und erkennen, dass sie nicht der ultimativen Wahrheit entsprechen. To love again the stranger who is ourselves. Dass wir beginnen, den Fremden, die Fremde, die wir selbst sind, wieder zu lieben. So this is such a deep and important work to heal ourselves, to begin to see through those stories of self-loathing. Und das ist eine so tiefe und wichtige Arbeit, uns selbst zu heilen und diese Geschichten der Selbstablehnung zu durchschauen. Making peace to the times I've been hard on myself. Und Frieden schließen gegenüber den Zeiten und den Momenten, in denen ich hart mit mir selbst umgegangen bin. The second facet of making peace to those I've hurt. Und die zweite Facette ist, Frieden zu schließen mit jenen, die ich verletzt habe. Knowingly or knowingly or unknowingly, if I've caused pain to another, making peace. Wissentlich oder unwissentlich, Frieden zu schließen, wenn ich andere verletzt habe. Also wenn ich sie unwissentlich verletzt oder wissentlich verletzt habe. And it's challenging at times for us to be honest with ourselves and to acknowledge, yes, there's been times I've caused some pain to another. Und es kann herausfordernd sein, dass wir da ganz ehrlich mit uns selbst sind und uns eingestehen, okay, ja, es gab Momente, da habe ich bei anderen einen Schmerz verursacht. And it's humbling to know as well that just as you may have some people in your life that are difficult, you may be a difficult person for someone else. Und es kann uns auch mit Demut erfüllen, zu wissen, dass wir ein paar Menschen in unserem Leben vielleicht haben, die für uns schwierig sind, schwierige Personen, uns auch daran zu erinnern, dass wir vielleicht ein solch schwieriger Mensch für andere sind. And perhaps with wisdom, insight, understanding, I almost like to say, if you look in the rearview mirror, if you look into the past, you might be able to begin to understand more about what fueled, what drove you to hurt another. Und über die Weisheit, über Einsicht, über tieferes Verstehen, wenn wir dann nochmal so wie in den Rückspiegel schauen, können wir vielleicht erkennen, was hat das damals angeheizt, was hat das angefeuert, dass ich mich so verhalten habe und andere verletzt habe. And generally the causes of hurting another comes from one's own unawareness, one's fears, one's wanting to, of course, to protect oneself, woundedness, history. Und häufig liegen die Gründe darin, dass wir andere verletzen, entspringt häufig unserer eigenen Unbewusstheit, unseren Ängsten. Vielleicht wollten wir uns selbst auch schützen. Es entspringt unseren eigenen Verletzungen und unserer Geschichte. And so that's part of this reconciliation is understanding this is where I was then and this is what I was living with and the pain I was living with and helping to give some understanding of
perhaps why another was hurt by you. Und ein Teil dieser Aussöhnung ist auch ein tieferes Verständnis zu erlangen. Ah, das ist das, was ich damals ja mit mir rumgetragen habe. So ging es mir damals. Und daraus zu verstehen, und darum, aus diesen Gründen, habe ich dann vielleicht mich so verhalten und jemand anderen verletzt. In the Dharma there's a very beautiful teaching on how to heal ourselves when we have hurt another. Im Dharma gibt es eine ganz wunderschöne Lehre, die sich damit befasst, wie wir uns selbst heilen können, wenn wir andere verletzt haben. And it's, in Pali it's called Hiri Otapa. Auf Pali Hiri Otapa. Otapa. And there's a beautiful poetic definition for that. Und da gibt es eine ganz poetische Definition darin. And it's called becoming a guardian of the world. Und da heißt es, dass wir zu einem Hüter der Welt werden. A protector of the world. Ein Beschützer oder eine Beschützerin der Welt. And what that means is when you realize that what you have done has caused some pain to another. Wenn das bedeutet, in dem Moment, wo dir auffällt, dass das, was du getan hast, vielleicht Schmerz oder anderen Schaden zugefügt hat. You cultivate the deep intention to not repeat it as best as you can. Dann kultivierst du in dir die tiefe Absicht, dies nicht nochmal zu wiederholen, so gut du kannst. And it said, this is how you pay it back. Und so heißt es, zahlst du das dann wieder zurück. Sense of conscience, a sense of understanding of the pain that's caused and not repeating it. Machst es wieder gut, dass du es verstehst, diesen Schmerz, und dass du ihn nicht nochmal wiederholen wirst. As best you can, of course. So gut es in deinen Möglichkeiten liegt, natürlich. I'd like to just tell you a very extreme story about that. Ich möchte euch eine ganz extreme Geschichte zu diesem Thema erzählen. There's a man named Clarashin Thomas. Es gibt einen Mann, der heißt Clarashin Thomas. He's an American Zen priest. Er ist ein amerikanischer Zen Priester. And before he was a priest, he grew up outside in Pennsylvania, and he came from a family where most of his family members were in the military, so he enlisted into the Vietnam War as a soldier. Bevor er zum Zen-Priester wurde, also seine Familie stammt aus Pennsylvania, und viele Mitglieder in seiner Familie waren im Militär, und so hat auch er sich ins Militär eingeschrieben und auch für den Krieg in Vietnam. And so he enlisted into the army. Also ist er dann zum Militär gegangen. And what he'll say is that my job description was to kill people. Und er hat gesagt, die Definition meiner Arbeit war, Menschen zu töten. He said, this is what the United States Army taught me and all the other soldiers, was to kill people, and these people weren't even people, they were actually just objects to be taken down. Und das ist das, was das amerikanische Militär mir und all den anderen Soldaten und Soldatinnen beigebracht hat, Menschen zu töten. Und das waren im Grunde genommen auch gar keine Menschen, sondern einfach nur Objekte, die wir loswerden mussten. And so his particular job in Vietnam was to ride on helicopters and be a machine gunner and to shoot and kill people. That was his job. Seine Aufgabe, sein Job war, im Helikopter mitzufliegen und das Maschinengewehr zu bedienen und Menschen zu töten. Das war seine Aufgabe. And there used to be bets often on these missions that whoever got the most kills would get a bag of heroin or get some type of drug or alcohol. Und auf diesen Einsätzen, auf diesen Missionen liefen dann häufig Wetten. Wer die meisten Menschen abknallte, der würde dann im Anschluss vielleicht etwas Heroin oder Alkohol oder irgendetwas zur Belohnung bekommen. And he won a lot of those contests. Und er hat viele dieser Wettkämpfe gewonnen. He would keep count of how many people he killed. Er hat immer gezählt, wie viele Menschen er getötet hat.
And he said at the end of the war he had killed 350 men, women and children. Am Ende des Krieges sagt er, hat er 350 Männer, Frauen und Kinder getötet. After the war, he went back to Pennsylvania. Nach dem Krieg ist er zurückgegangen nach Pennsylvania. He was a heroin addict, was homeless, living in the streets. Und war heroinabhängig, war obdachlos und lebte auf der Straße. This is the effects of war. Das ist die Auswirkung des Krieges. He lived this way for quite some time. As a heroin addict and homeless. Und so hat er eine ganze Weile gelebt als heroinabhängiger Obdachloser. Well, there was some social worker that was walking, you know, working in the streets and met Claude Shintomas. Und es gab einen Sozialarbeiter, der auf der Straße unterwegs war und der ist auf ihn getroffen. And she saw something in him. Und diese Sozialarbeiterin hat etwas in ihm gesehen. And she started bugging him to go to this retreat. Und sie begann ihn dann irgendwie zu nerven, auf dieses Retreat zu gehen. It was a retreat that was offered by a Vietnamese teacher called Thich Nhat Hanh. Es war ein Retreat, was von einem vietnamesischen Lehrer namens Thich Nhat Hanh angeboten wurde. And Thich Nhat Hanh was offering retreats for veterans of the U.S. military to help heal the wounds of war. Und Thich Nhat Hanh hat den Vietnam-Veteranen des US-Militärs Retreats angeboten, um die Wunden zu heilen, die aus diesem Vietnamkrieg entstanden sind. Well, Claude finally agreed to go because the social worker was such a pain in the ass and kept on saying, you gotta go, and finally said, all right, I'll just go, just so she won't have to talk to me anymore. Und irgendwann hat er dann also nachgegeben und hat gesagt, okay, ich gehe hin, weil diese Sozialarbeiterin ihn so genervt hat, Tag ein, Tag aus, immer wieder gesagt hat, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich mach das. So he went on this retreat and he was really touched. It was fellow soldiers there, had similar experiences to him, and Thich Nhat Hanh was so present, introducing mindfulness, and he actually began to start to meditate. Und er war dann auf dem Retreat und war ganz berührt, denn es waren dort andere Soldaten und Soldatinnen, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie er. Thich Nhat Hanh war so präsent und hat Achtsamkeit eingeführt und da begann er dann zu praktizieren. The retreat ended, but he continued to meditate some. He entered into a rehab to get off heroin. Das Retreat ging vorüber, aber er fuhr mit der Meditation fort und hat dann auch eine Rehabilitation durchgemacht, um von dem Heroin loszukommen. Also some housing was offered for him in his rehab. Und dann wurde ihm sozusagen auch Obdach gegeben. But he continued to live with such trauma. He would say, like, even if I went to a supermarket, I sometimes would be scared to take a can off the shelf because I didn't know if it was booby-trapped. He just lived with such PTSD. What is booby-trapped? Something what is like booby? It's a surprise, like you take a can off and it's a bomb. Und er hatte aber wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung. Selbst wenn er in den Supermarkt gegangen ist, dann hat er manchmal Angst gehabt, da eine Dose aus dem Regal zu nehmen, weil er Angst hatte, dass sie vielleicht in eine Bombe versteckt sein könnte. So he had to work with this. He had so much PTSD of the horrors of war and what he had done. Also damit musste er wirklich arbeiten und einen Umgang finden, weil er eine schwere posttraumatische Belastungsstörung hatte, aufgrund all der Erfahrungen im Vietnamkrieg und der Dinge, die er auch getan hatte. Through the practice he began to recognize he just didn't want to feel and he just lost himself into drugs because the horror of having killed 350 men, women and children was beyond what anyone could bear. Und durch die Praxis begann er zu sehen, dass er sich einfach wie betäuben wollte. Er wollte einfach nichts mehr spüren. Deswegen hat er begonnen, Drogen zu nehmen, weil es war einfach so ein Horror, so ein Schrecken, dass er 350 Männer, Frauen und Kinder getötet hat. Das kann ja niemand aushalten. But he kept practicing and deepening his meditation, began taking other retreats. Aber er blieb bei der Praxis, begann seine Meditation zu vertiefen, ging auf weitere Retreats. He had finished his rehab, he was staying sober and straight.
Und ihm ist es dann auch gelungen, seine Drogensucht loszuwerden und ist da auf dem Pfad geblieben. And he continued to deepen his practice and study with other teachers as well. Und er hat auch weiterhin seine Praxis vertieft und auch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern von ihnen gelernt. He began studying with an American Zen teacher named Bernie Glassman. Und dann begann er mit einem amerikanischen Lehrer namens Bernie Glassman zu lernen. He founded what's called the Zen Peacemaker Order. Und dann hat er den Zen Friedensstifterorden gegründet. And he started, really deepening his practice. And at some point, he said to Bernie Glassman, "Would you ordain me as a monk?" Und er hat dann seine Praxis immer weiter vertieft und irgendwann hat er Bernie Glassman gefragt, ob dieser ihn als Mönch ordinieren würde. And Bernie said that he would. Und Bernie hat zugestimmt. But he says, because of your past, I want to ordain you with a group of monks in a certain place. Aber er hat gesagt, aufgrund deiner Vergangenheit möchte ich dich in Anwesenheit von ein paar weiteren Mönchen an einem besonderen Ort oder ordinieren. And so they took a flight to Poland. Und dann sind sie nach Polen geflogen. And they went to Auschwitz. Und sind nach Auschwitz gegangen. And right on the train station, right on the platform, they conducted the ordination for his monkhood. Und direkt dort bei den Bahngleisen, an dem Bahnsteig, haben sie die Zeremonie durchgeführt und ihn zum Mönch ordiniert. Bernie Glassman had also been working with children of Holocaust survivors as well as children of Nazis in trying to work with some peace. Bernie Glassman arbeitete oder hat da zu dem Zeitpunkt bereits mit Kindern von Holocaust-Überlebenden als auch Kindern von Nazis gearbeitet und ihnen geholfen, einen Frieden zu finden. And so Claude Oshin Thomas was ordained on this train platform at Auschwitz. Also Claude Oshin Thomas wurde an diesem Bahnhof dort in Auschwitz ordiniert. And I heard him tell this story, that he's got a little sense of humor. Und ich habe gehört, wie er diese Geschichte erzählt hat. Er erzählt sie mit ein bisschen Humor. And he said, "I took a left." Er sagt dann, after he was ordained. Er sagt dann, ich bin links abgebogen, nachdem ich ordiniert wurde. And he began to walk. Und er begann dann zu gehen. And he walked for 1.5 years from Auschwitz overland to Saigon, Vietnam. Und dann ist er 1.5 Jahre von Auschwitz bis nach Vietnam gelaufen. And everywhere he went, he would tell people, what is it like to have killed 350 men, women and children? This is his dharma. Und überall, wo er dann hingegangen ist, hat er den Menschen davon erzählt, wie es ist, 350 Männer, Frauen und Kinder getötet zu haben. Das war sein Dharma. And he's devoted his whole entire life. He travels around the world. He goes to prisons, goes to war zones. He's this little white guy with rose. What the hell does he know about anything? And then he opens up his mouth and speaks about what it's like to have killed 350 men, women, and children. He has to live with this. And no one should ever have to live like this. And peace is the only way. Ja, und er reist wirklich um die ganze Welt und geht in Gefängnisse, geht in Kriegsgebiete. Und wer ist das? Das ist dieser kleine weiße Mann mit diesen Roben. Was ist denn das für ein merkwürdiger Vogel? Was weiß der denn schon? Aber wenn er dann seinen Mund aufmacht und von dieser Geschichte erzählt, 350 Männer, Frauen und Kinder getötet zu haben und was das für ein Schrecken ist und das, wie furchtbar das ist und dass niemand unter sowas leiden sollte oder sowas mit so etwas leben sollen muss und dass der einzige Weg der Frieden ist. Claude Oshin Thomas has become a guardian of the world now. Claude Oshin Thomas ist jetzt zu einem Behüter der Welt geworden. The only way that he said this, the only way I can live is
The only way I have to pay this back by telling anyone that will listen to me what it's like to have done what I've done to make peace. Und er sagt, die einzige Art und Weise, wie ich das wieder gut machen kann, ist, dass ich jedem und jeder, die mich fragt, davon erzähle, wie es sich anfühlt, wie es ist, 350 Frauen und Männer und Kinder getötet zu haben. Und das ist die einzige Art und Weise, wie ich Frieden schließen kann. Making peace to those I've hurt. Frieden schließen mit jenen, die ich verletzt habe. Hmm. Just pause for a moment. Just the heart vibrating. Dann lass uns einen Moment innehalten und einfach die Resonanz im Herzen spüren. So this third facet, interconnected with the other two, is making peace to those that have hurt me. Und diese dritte Facette, die ganz eng mit den anderen in Verbindung steht, ist Frieden zu schließen mit jenen, die mich verletzt haben. Not easy. Das ist nicht leicht. But it's also not easy to live with a hardened heart that's filled with resentment and grudges. Aber es ist auch nicht leicht, mit einem verhärteten Herz zu leben, was angefüllt ist mit Ablehnung und Groll. There's a beautiful reading from Hafiz. It speaks about a rosebud. Und es gibt einen ganz wunderschönen Text von Hafiz. Dabei geht es um eine Rose, um eine Knospe. And how did it ever open and show all its beauty to the world? Wie kam es dazu, dass sie sich öffnete und ihrer und der Welt ihre ganze Schönheit zeigte? It felt the encouragement of the light against its being. Sie spürte die Ermutigung des Lichts auf ihr Wesen scheinen. Otherwise we will all remain too frightened. Andernfalls blieben wir alle viel zu verängstigt und erschrocken. That is so haunting. Otherwise we will all remain too frightened. Das ist so ergreifend. Andernfalls blieben wir alle zu verängstigt, zu erschrocken. Feeling that encouragement of the light. Wir spüren wie die Ermutigung des Lichtes. Encouragement of the light against our resentment and having it begin to open rather than keeping closed, being too frightened. Und wie es unsere Ablehnung umfängt und es einlädt, dass sich etwas in uns öffnet, anstelle dass wir aus Angst zurückschrecken. And so perhaps in two ways we can work with making peace to those that have hurt me. Und vielleicht können wir so in zweifacher Weise Frieden schließen mit jenen, die uns verletzt haben. The first is, yes, this recognition that living with this resentment is too much of a pain to bear. Zuerst einmal können wir erkennen, dass selbst mit dieser Ablehnung zu leben uns selbst zu viel Schmerz zufügt, mehr als wir aushalten können. And perhaps with insight, the understanding that just as I have hurt another and it came from my own unawareness and fear, perhaps those that hurt me, it came from their own unawareness and their own fear. Und durch Einsicht und durch Verstehen können wir vielleicht erkennen, dass genauso wie wir aus unserer Unwissenheit, aus unserer eigenen Angst heraus andere verletzt haben, andere uns aus deren Unwissenheit und ihrer Angst heraus verletzt haben. And of course this understanding, you know, it may be that it doesn't excuse the actions, but it perhaps brings some deeper understanding on why they came about because of their own woundedness, their own fears. This is how they were brought up. Und auch wenn es diese Handlungen vielleicht nicht entschuldigt, aber trotzdem kann es vielleicht ein tieferes Verständnis geben, über zu sehen, ah, es sind deren Verletzungen, deren Angst. So sind sie aufgewachsen. Part of our healing is that we don't have to pass it on to the next generation. It ends here.
Ein Teil unserer Heilung ist, dass wir es nicht weitergeben müssen an die nächste Generation. Es endet hier. You know, we just don't know. There's a beautiful poem called Have Compassion, like what's going on inside a person. Und wir wissen einfach nicht, was im Inneren eines anderen Menschen vorgeht. Es gibt ein ganz wunderschönes Gedicht, da heißt es, hab Mitgefühl. It's from Miller Williams. Von Miller Williams. He says, have compassion for everyone you meet, even if they don't want it. And what seems to be conceit or bad manners or cynicism is always a sign of things no ears have heard and no eyes have seen. You do not know what wars are going on way down there where the spirit meets the bones where no eyes have seen and no ears have heard. Habe Mitgefühl für alle, denen du begegnest, selbst wenn sie es nicht wollen. Was wie Dünkel, schlechte Manieren oder Zynismus erscheint, ist immer ein Anzeichen für Dinge, die von noch keinen Ohren gehört und keinen Augen gesehen wurden. Du weißt nicht, welche Kriege tief drinnen ausgetragen werden, wo der Geist das Fleischliche trifft. Where no eyes have seen and no ears have heard. Dinge, die noch von keinen Ohren gehört und keinen Augen gesehen wurden. We just may not know what's going on way down there within one's heart. Wir wissen einfach nicht, was da vielleicht tief drinnen in dem Herzen eines anderen Menschen vorgeht. There's a very beautiful translation from the Old Testament of the Book of Psalms by an American Zen priest named Norman Fisher. Es gibt eine wunderschöne Übersetzung des Alten Testaments von Norman Fisher. Wer ist es? Das Buch der Psalmen? Book of Psalms. Mm-hmm. Yeah. And in this, often in traditional biblical language, there's a lot of very strong and negative descriptions of people, like they're unrighteous, they're wicked, they're evil, they're bad. Häufig in der alten biblischen Sprache gibt es Beschreibungen anderer Menschen, die sehr stark sind. Da heißt es dann, dass sie böse sind oder schlechte Menschen oder heimtückisch, niederträchtig. And he changed all of those words to they were unmindful. Und hat all diese Worte, all diese Beschreibungen verändert und gesagt, sie waren unachtsam. They were heedless. Heedless. H E E D L E S. It's heedful. It's another word for mindfulness. Yeah. Also Also sie waren ohne Bewusstsein, ohne Bewusstheit. But I love that as a translation. They were not aware, they were not mindful, rather than someone's evil, they were not aware. Aber das gefällt mir so gut als Übersetzung zu sagen, sie waren nicht bewusst, nicht gewahr, nicht achtsam, anstelle dass wir sagen, sie waren böse. Making peace to those that have hurt me. Frieden schließen mit jenen, die mich verletzt haben. Don Miguel Ruiz, he is a beautiful words. Auch Don Miguel Ruiz schreibt ganz wunderschöne Worte. He says, we must forgive those we feel that have wronged us, not because they deserve to be forgiven, but because we love ourselves so much, we don't want to keep on paying for this injustice. Er schreibt, wir müssen denjenigen vergeben, von denen wir glauben, sie haben uns Unrecht getan. Nicht, weil sie diese Vergebung verdienen, sondern weil wir uns selbst so sehr lieben, dass wir nicht dauerhaft für diese Ungerechtigkeit bezahlen wollen. Living with that injustice is so painful. Mit dieser Ungerechtigkeit leben ist so schmerzhaft. That hardened heart tears us apart. Dieses verhärtete Herz zerreißt uns. A couple of months ago, my wife and I were in Colombia and we were teaching there. Vor ein paar Monaten waren meine Frau und ich in Kolumbien und haben dort unterrichtet. And our friends brought us to this exhibit to see before we taught the retreat. Und unsere, in Bogota. Unsere Freundin brachte uns auf diese Ausstellung in Bogota. And the name of this exhibit is called Fragmentos. Und diese Ausstellung nennt sich Fragmentos. It's a powerful exhibit.
Das ist eine ganz, ganz kraftvolle Ausstellung. It's set, it's right in the city of Bogota, and there's like an old building that's been kind of like mostly torn down, but there's still like a few of the cement, some parts of the building is still there. Und diese Ausstellung befindet sich mitten in der Stadt Bogota, und da gibt's ein ganz, ganz altes Gebäude, was schon sehr zerfallen ist, aber Teile des Gebäudes sind noch da. And inside these ruins is a brand new smaller building, and it's all glass, and there's just a floor on the bottom. Und innerhalb dieser Ruine befindet sich ein kleineres neues Gebäude, komplett aus Glas bestehend, und es hat nur einen Boden eingezogen. Just glass in a floor. Einfach nur Glas und ein eingezogener Boden. That floor is very significant. Aber dieser Boden ist ganz bedeutsam. When the conflict ended in Colombia and they had a peace treaty. Als in Kolumbien der vorherrschende Konflikt zu einem Ende kam und es eine Friedensvereinbarung gab. As a gesture of making peace, there was an appeal for people to give their guns to be melted. Als eine Geste, Frieden schließen zu wollen, gab es die Bitte, dass die Menschen ihre Waffen hergaben, damit diese eingeschmolzen werden können. And an artist was involved with this, and they were going to do something with these guns as a part of something. Und da war eine Künstlerin oder ein Künstler mit diesem Projekt befasst, denn er oder sie wollte etwas daraus entstehen lassen. So over 18,000 guns were donated. Über 18,000 Waffen wurden gespendet. And they were all melted. Und die wurden alle eingeschmolzen. And then they were set into casks. Und dann wurden daraus wie nennt man das so, Teile. And they were set into like sheets where you could pour the metal into these little sheets would make like a very thin sheet of metal. Okay, also es gab so eine Vorrichtung. Da wurde es dann eingegossen und dann wurden daraus so ganz dünne Metallschichten. And that metal was fastened to concrete, and that's the floor. Und dieses Metall wurde in Zement gegeben und das bildet den Flur, den Boden dort. So that's the exhibit, is this glass building with this floor made of melted guns. Und das ist diese Ausstellung. In diesem Glasgebäude befindet sich dieser Boden, der aus den eingeschmolzenen Waffen besteht. And there's a video with the artist and the workers who helped make this. Und dann gibt es ein Video, was man sich anschauen kann, wo man den Künstler sieht und die Menschen, die da gearbeitet haben, um das entstehen zu lassen. They showed the films of all the guns being donated and then being melted and then being poured into these squares. Also man kann in dem Video sehen, wie all die Waffen gespendet wurden, wie sie eingeschmolzen wurden und wie sie dann in diese Rechtecke eingegossen wurden. And then these squared big sheets, maybe like they're like about a meter square. Und diese Rechtecke, diese dünnen Schichten, die waren dann vielleicht so einen Meter lang. They were put on these very cement-type tables. Und dann wurden sie auf diese Zement, Flächen gegeben. And the artist invited many women who were sexually violated during the war to get hammers and to start pounding these sheets of metal. Und dann hat der Künstler ganz viele Frauen eingeladen, die während des Krieges sexuell missbraucht wurden, diese Metallplatten in den Boden zu schlagen. And you see these women pounding and pounding and pounding these metal sheets. Und man sieht, wie diese Frauen auf diese Metallplatten schlagen und schlagen und schlagen. And some of them were interviewed. Und einige von ihnen wurden im Anschluss interviewt.
One was saying, I am so happy to be doing this. It's given me something to do and getting out my rage and my anger because keeping it inside me is destroying me. Und eine von ihnen sagte, ich bin so dankbar, dass ich das machen kann, denn dadurch kann ich jetzt endlich mal meine ganze Wut und meinen ganzen Zorn rauslassen, weil er mich sonst zerfrisst und zerstört von innen heraus. So many of the women said this was one of the most healing things that they could have done, getting their anger and rage out. Und viele der Frauen haben gesagt, dass es eine der heilsamsten Sachen war, die sie machen konnten, ihren Zorn und ihre Wut herauszulassen. It was so painful to continue to carry it. Und es war so schmerzhaft, das in sich zu tragen. So even making peace to those that hurt me. Also auch sogar da Frieden zu schließen mit jenen, die mich verletzt haben. If you ever make it to Bogota, I definitely want to invite you to Fragmentos. It's such a powerful place to be at. Wenn ihr je nach Bogota kommt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall zu dieser Ausstellung Fragmentos zu gehen, ein ganz kraftvoller Ort. Making peace. Frieden schließen. The times I've been hard on myself. Für Zeiten, in denen ich selbst mit mir selbst sehr hart umgesprungen bin. Making peace to those I've hurt. Frieden schließen mit jenen, die ich verletzt habe. Making peace to those that hurt me. Und Frieden schließen mit jenen, die mich verletzt haben. The Dharma speaks about that hatred never ceases by hatred. Im Dharma heißt es, dass Hass niemals durch Hass beendet wird. Only love ceases hatred. Nur die Liebe kann dem Hass ein Ende zuführen. I'd like to read some words from Dr. Reverend Martin Luther King. Ich möchte ein paar Worte des ehrwürdigen Dr. Martin Luther King vorlesen. So beautiful, so powerful. Sie sind so wunderschön, so kraftvoll. He says that the ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very thing it seeks to destroy. Instead of diminishing evil, it multiplies it. Through violence, you may murder the hater, but you do not murder hate. In fact, violence merely increases hate. Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out hate. Only love can do that. And I have to say, I have decided to stick to love. I know that love is ultimately the only answer to the problems of humanity. I say to myself that hate is too great of a burden to bear. I have decided to love. If you are seeking the highest good, I think you can find it through love. Dr. Martin Luther King. Die größte Schwäche von Gewalt besteht darin, dass sie eine Abwärtsspirale darstellt. Sie erzeugt genau das, was sie zu zerstören sucht. Anstelle, dass sie das Böse verringert, vervielfacht sie es. Durch Gewalt töten wir vielleicht den Hassenden, doch den Hass selbst töten wir nicht. Tatsächlich lässt Gewalt Hass nur größer werden. Gewalt mit Gewalt zu begegnen, vervielfacht Gewalt. Es fügt einer bereits sternenlosen Nacht nur noch mehr Dunkelheit hinzu. Dunkelheit kann Hass nicht vertreiben. Dies vermag nur Liebe. Ich muss dir sagen, dass ich mich entschieden habe, bei der Liebe zu bleiben. Ich weiß, dass schlussendlich die Liebe die einzige Antwort auf die Probleme der Menschheit ist. Ich sage mir, dass der Hass eine zu große Bürde ist, um sie zu tragen. Ich habe mich entschieden, zu lieben. Wenn du nach dem höchsten Gut suchst, so denke ich, wirst du es in der Liebe finden. Dr. Martin Luther King. May we never underestimate these powers of love. Mögen wir die Macht der Liebe niemals unterschätzen. Love can break these barriers of pride, of greed.
Liebe kann diese Barrieren, diese Schranken des Stolzes und der Gier durchbrechen. Break the barriers of hatred and jealousy. Diese Barrieren des Hasses und der Eifersucht. In Pali there's a beautiful word called metta citta vimutti. Auf Pali gibt es ein wunderschönes Wort namens metta citta vimutti. And that means the liberation of the mind and heart through love. Und das bedeutet die Befreiung des Geistes und des Herzens durch die Liebe. Liberation of the mind and heart through love. Die Befreiung des Geistes und des Herzens durch die Liebe. Why is this? Wie kann das sein? Warum verhält sich das so? Because this breaks narcissism and egocentricity. Denn dadurch durchbrechen wir Narzissmus und Egozentriertheit. It brings love, it brings respect, it brings kindness. Und es ruft Liebe hervor, Respekt und Güte, Freundlichkeit. It brings humility. Und es bringt Demut. It's a beautiful reading from Hafiz. Ein schöner Text von Hafiz. And he really describes what it's like to just, I don't know, be blown away by love. Er beschreibt, wie es sich anfühlt, wirklich ganz und gar von der Liebe ergriffen zu sein. He says, I've learned so much from the divine that I can no longer call myself a Christian, a Hindu, a Muslim, a Buddhist, or a Jew. The truth has shared so much of itself with me that I can no longer call myself a man, a woman, or even an angel. Love has befriended Hafiz so completely. It has turned to ash and freed me of every concept and every image my mind and my heart has ever known. Love has befriended Hafiz so completely. It has turned to ash and freed me of every concept and every image my mind and my heart has ever known. Ich habe so viel von Gott gelernt, dass ich mich nicht länger einen Christen, einen Hindu, einen Moslem, einen Buddhisten, einen Juden nennen kann. Die Wahrheit hat so viel mit mir geteilt, dass ich mich nicht länger einen Mann, eine Frau oder gar einen Engel nennen kann. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist und Herz jemals kannten. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist und Herz jemals kannten. Love has befriended Hafiz so completely, it has turned to ash and freed me of every concept and every image my mind and heart has ever known. Die Liebe ist Hafiz so sehr zum Freund geworden, dass sie mich in Asche gelegt und befreit hat von jeglichem Konzept und Bild, welches mein Geist und Herz jemals kannten. I think we're going to just take a pause here. And this is good. And this is good. I'm just taking a pause and just sitting and taking it all in. Dann lasst uns hier eine Pause machen. Ich denke, es ist gut soweit. Lasst uns eine Pause machen und einfach sitzen. Und es alles hineinlassen. So just if you feel like you'd like to stretch for a minute, you're welcome to, and get yourself into a place where you can sit comfortably and with ease. Und wenn du kurz aufstehen möchtest, dich vielleicht ein bisschen strecken und recken, dann mach das und dann finde dich in einer Haltung ein, in der du bequem sitzen kannst und mit Leichtigkeit unbeschwert sitzen kannst. Is it just feeling into your heart and just how this talk and what's been said has just how you've met this in your heart. Dann spür noch mal in dein Herz und nimm noch mal wahr, wie dieser Vortrag
dich vielleicht berührt oder wie du ihm in deinem eigenen Herz begegnest. Just allow and acknowledge whatever you're feeling. Und lass einfach zu und erkenne an, was immer jetzt da ist, was immer du fühlst. And perhaps just taking some moments and feeling into our own hearts. And of course, this practice that I'm going to introduce now is something you can take with you and practice more. Dann nimm dir ein paar Momente Zeit und spür in dein eigenes Herz. Diese Praxis, die ich jetzt vorstellen werde, ist etwas, was du mitnehmen kannst und zu Hause noch weiter vertiefen kannst. And feeling into our hearts, and what would it be like to begin to just sense and feel in and making peace, reconciling to the times you've been hard on yourself. Dann spüre in dein Herz und spüre nochmal nach, wie wäre das, wie würde sich das anfühlen, wenn du einfach Frieden schließen kannst, dich aussöhnen kannst mit dir selbst, bezogen auf die Momente, in denen du hart mit dir selbst umgesprungen bist. And these stories that I believed of my own self-loathing. Die Geschichten, denen ich Glauben schenke, meine eigene Selbstablehnung. And you're welcome, of course, to place a hand on your heart if that's helpful, and beginning to make amends, opening into our hearts with understanding and compassion. Wenn du möchtest und es hilfreich für dich ist, kannst du gerne eine Hand auf dein Herz legen. Und dann öffne dein Herz mit Mitgefühl und beginne, das wieder gut zu machen, dich innerlich auszusöhnen. That wise understanding that these stories of self-loathing came in earlier years when we didn't even have this type of awareness that we have now. Und erschließe dir dieses Verständnis, dass diese Geschichten, diese Selbsthass, diese Selbstablehnung aus unseren frühen Jahren kam, wo wir noch jung waren und noch gar nicht besser wussten und unsere Identität erst gebildet haben. Opening to compassion, making peace with ourselves for the times we've been hard on ourselves through this understanding and great kindness. Und dann öffne dein Herz mit Mitgefühl für die Momente, in denen du streng und hart mit dir umgesprungen bist, und erschließe dir ein tiefes Verstehen für diese Geschichten und die Selbstablehnung. And expanding and making peace to those that I've hurt. Und dann weite es aus, Frieden schließen gegenüber jenen oder mit jenen, die ich verletzt habe. May there be reconciliation with this understanding of when you caused that pain to another, that it came from your own fear, your own woundedness, your own unawareness, making peace to those I've hurt. Und möge es eine Aussöhnung geben für und das Wissen, dass in den Momenten, wo du andere verletzt hast, es aus deiner eigenen Angst, deiner eigenen Unwissenheit, deiner eigenen Verletztheit entstanden ist. Frieden schließen mit jenen, die ich verletzt habe. Perhaps
perhaps that wise understanding that whatever I've done, that we learn from it and that we make our efforts to not repeat it, and that's how we can pay it back, making peace to those I've hurt. Dieses weise Verstehen, dass das, was wir gemacht haben, andere verletzt hat und dass wir uns entschließen, uns zu bemühen, so etwas nicht nochmal zu tun. Und so können wir es wieder gut machen, Frieden schließen, uns aussöhnen mit jenen, die ich verletzt habe. Expanding once again to the facet of making peace to those that have hurt me. Und dann erweitere es hinein in diese Facette, Frieden zu schließen mit jenen, die mich verletzt haben. The understanding that it's so painful to continue to harbor resentment, the understanding of just as I've hurt another, it came from my own woundedness and fear, perhaps those that hurt me, it came from their own unawareness, their woundedness and fear. Und tief zu verstehen, dass es so, so schmerzhaft ist, diese Ablehnung im eigenen Herzen zu tragen. Und vielleicht auch zu verstehen, dass genau wie ich aus meiner eigenen Verletzung, aus meiner eigenen Angst heraus andere verletzt habe, sie mich vielleicht auch verletzt haben aus ihren eigenen Verletzungen heraus, ihrer Angst, ihrer eigenen Unwissenheit. Making peace to those that have hurt me. Frieden schließen mit jenen, die mich verletzt haben. May they find their gateways into their heart, and may all beings discover the gateways into the heart. Mögen sie den Weg in ihr Herz finden, und mögen alle Wesen den Weg ins Herz finden. And to grow in wisdom and compassion. Und möge Weisheit und Mitgefühl in ihnen anwachsen. Making peace. Frieden schließen. To the times I've been hard on myself, to the times I've hurt others, to the times that others have hurt me. Frieden schließen mit den Zeiten, mit den Momenten, in denen ich hart mit mir selbst umgegangen bin, für die Momente und die Situationen, in denen ich andere verletzt habe, und für die Situationen und Momente, in denen andere mich verletzt haben. Making peace. Frieden schließen. Frieden schließen. And just failing into our own hearts with great kindness. Lasst uns in unser eigenes Herz hineinspüren mit einem Gefühl der Güte und der Freundlichkeit. May this be a time just for this bit to rest into our own hearts, that there's nothing that you need to do or to push away. Und vielleicht können wir diesen Moment einfach nutzen, um in unserem eigenen Herzen zur Ruhe zu kommen. Es gibt nichts mehr, was du tun musst, nichts, was du von dir weisen musst. Allowing yourself just to be held
the grace of this world with great loving kindness. Erlaube dir selbst einfach gehalten zu sein im Anmut dieser Welt, was mit einer tiefen, liebevollen Güte. Just opening and allowing just to be held in this grace of great kindness. Und öffne dich und erlaube dir einfach gehalten zu sein in diesem Anmut der großen und tiefen Freundlichkeit und Güte. Letting ourselves rest in the grace of this world with great heart, with great kindness, with peace. Und lass dich selbst im Anmut der Welt ruhen und dem großen Herzen, der großen Liebe und dem großen Frieden. In letting this goodwill be shared with all of us here and our dear and dear ones. Und lasst uns das Wohlwollen mit uns allen hier teilen und auch mit den Menschen, die uns lieb und teuer sind, die uns nahestehen. Letting this goodwill just expand above and below and all around in all directions. Und lasst dieses Wohlwollen sich ausweiten nach oben und nach unten, um uns herum und in alle Richtungen. To all beings. Hin zu allen Wesen. To those living on or in the earth. Zu jenen Wesen, die auf der Erde oder in der Erde im Boden leben. Those living in the waters or in the air. Zu jenen, die im Wasser und jenen, die in der Luft leben. May all beings find the gateways into the heart and may there be peace. Mögen alle Wesen den Weg ins Herzen finden und möge Frieden sein. Letting this goodwill expand above and below and throughout this world and throughout this universe. May all beings here and everywhere be safe and with peace. Und möge dieses Wohlwollen sich ausweiten nach oben und nach unten und in das weite All hinein. Mögen alle Wesen hier und überall sicher sein und Frieden erfahren. And so we'll just sit for a few minutes in the silence and just directing wherever your heart goes to, whether it's to more reconciliation or for yourself or to others with love. Und dann lasst uns noch ein paar Momente einfach in Stille gemeinsam sitzen und lass dein Herz einfach dahin gehen, wo es dein Herz hinzieht, vielleicht zu noch mehr Aussöhnung mit dir selbst oder mit anderen. Und
und verbinde dich mit Liebe. So may all beings be with peace. Mögen alle Wesen in Frieden sein. Thank you, and may you rest well and rest in the grace of this world. Vielen Dank und möget ihr euch gut erholen und im Anmut der Welt ruhen können. Gute Nacht.